Amal Clooney stiehlt auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes mal wieder allen Frauen die Show. Grund dafür ist der bronzefarbene Teint und ihr dezent gelbes Kleid bei der Premiere des neuen Films ihres Mannes George Clooney, Money Monster. Ja, selbst Hollywood-Star Julia Roberts, die ebenfalls fantastisch aussieht, muss das neidlos anerkennen. Denn an der britisch-libanesischen Schönheit kommt an diesem Abend einfach niemand vorbei. Deshalb wird sich die ein oder andere Dame vermutlich ins Fäustchen gelacht haben, als der 33-Jährigen dieser Fauxpas passiert. Miss Clooney hat Schwierigkeiten, die Treppen zu erklimmen. Ihre Robe ist einfach zu lang und deshalb tritt sie beherzt auf ihre Schleppe. Etwas peinlich. Leider kann auch Gatte George das Missgeschick hier nicht verhindern. Eigentlich hat die Menschenrechtsanwältin ja Übung mit langen Kleidern. Doch einen Moment mal nicht aufgepasst und schwupps, hat man sich im Kleid verhakt. Zum Glück konnte durch die helfende Hand von George ein größeres Malheur verhindert werden. Und deshalb gibt's für den 55-Jährigen auch gleich mal ein paar Liebkosungen von seiner Amal.